Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch meinen Müll zeigen und zwar nur dekorative Kosmetik, was seit August bis Dezember leer gegangen ist. Es ist schon einiges, die Kiste war voll, so wie beim letzten Mal. Also meine Projekte lohnen sich auf jeden Fall. Ich zeige euch, ich fange mit einem Primer an. Mein Primer, ich habe zwei Stück dieses Jahr, also in dem letzten halben Jahr aufgebraucht. Einmal Your Better Work Proof Primer von Essence. Der hat so eine grünliche Konsistenz, den mochte ich wirklich, wirklich, wirklich gerne. Und von Essence Brit Tea Illuminating Base. Ich muss sagen, das war für mich eher so eine Tagespflege mit ein bisschen Illuminator, also wirklich nicht viel. Es hat jetzt nichts Wow-effektmäßig gemacht, aber es war wie so eine Tagespflege mit ein bisschen Glanz. Ich mochte die wirklich sehr, sehr gerne und würde sie auch wieder nachkaufen. Vor allen Dingen den hier, den habe ich jetzt noch zwei oder dreimal da und der ist definitiv ein Jahresfavorit, weil sonst hätte ich ihn auch nicht aufgebraucht. Also ich habe ihn erst im Projekt mitgenommen, als er halt nicht mal ganz so viel drin war. Ansonsten absolute Empfehlung. Dann habe ich Foundation technisch. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Foundations im letzten halben Jahr leer gemacht. Ich muss sagen, natürlich waren sie nicht ganz voll, ja. Sie waren halb leer, sie waren schon angebrochen, aber ich bin dabei, sie alle aufzubrauchen, ja. Es ist halt wirklich so, ich bin dabei, sie alle aufzubrauchen, die halt schon angefangen sind. Ich habe auch viele Backups, aber ich halte mich an meine Projekte. Ich benutze sie wirklich regelmäßig. Ich habe sogar, glaube ich, noch eine. Ich müsste eigentlich noch eine haben. Die Elf Foundation habe ich auch aufgebraucht. Ganz, ganz toller Schatz. Hätte ich mir niemals selber gekauft, hatte ich irgendwann mal im Trash-Paket drin. Ganz, ganz, oder gekauft, ich weiß es nicht, in so einem großen Paket. Ölfrei, hat Lichtschutzfaktor und war die Farbe Porcelain. Das war die perfekte Foundation. Der Duft war fürchterlich. Habe ich aufgebraucht, habe ich wirklich super gerne getragen. Würde ich mir auch tatsächlich nachkaufen, egal. Ich habe gesagt, ich würde sie mir nicht nachkaufen wegen dem Duft, aber darüber kann ich hinaus. Es hat einfach ein tolles Finish auf der Haut hinterlassen. Ich habe selten Foundations, die wirklich, wirklich gut sind. Ich habe derzeitig die Estee Lauder Double Wear, auch die habe ich aufgebraucht. Ganz, ganz tolle Foundation. Ich liebe die Estee Lauder, aber ich finde sie für jeden Tag doch echt Heavy Metal. Ich brauche sie jetzt auch, weil sie, ich weiß nicht, wie lange sie offen ist. Dann würde ich sie mir tatsächlich nachkaufen für immer mal wieder, wenn ich irgendwo hingehe. Also die ist wirklich günstig, unter 10 Euro, glaube ich, in der Drogerie zu haben. Habe ich im Müller gefunden, habe ich auch im Müller gesehen, aber habe gar nicht auf den Preis geschaut. Es war ein Tag vor Weihnachten, da ging gar nichts. Da war ich nochmal im Müller und ja, die Foundation ist wirklich gut. Im Aufgebraucht-Video habe ich gesagt, würde ich nicht nachkaufen. Der Duft stört mich. Ich rieche ihn immer noch, trotzdem, obwohl da nicht mehr die Foundation seit Monaten drin ist. Da ist nämlich eine andere drin. Trotzdem tolle Foundation. Ich liebe sie. Ich würde sie mir nachkaufen. Wie gesagt, deswegen ist sie mein Jahresfavoritenkörbchen. Ich bin so ein bisschen, ja, ich muss erstmal diesen Müll hier wegschaffen, damit ich meine Favoriten auch wieder in die Kiste packen kann. Weil hier sind viele Schätze drin, die ich tatsächlich nachkaufen würde. Viele habe ich auch leer gemacht. Vielleicht würdet ihr dann auch verstehen, warum es meine Jahresfavoriten sind. Estee Lauder Double Wear habe ich leer gemacht, mochte ich. Habe noch einen Teil da. Auch die ist meine Jahresfavoriten und zwar die Farbe 1C1 Cool Bone würde ich nachkaufen. Die passt perfekt, so wie im Winter, wie auch im Sommer. Denn ich kann sie im Sommer oder halt so im späten Sommer, sage ich mal, irgendwann mal ein bisschen mit Bronzer auffrischen. Ich würde mir trotzdem eine Nummer lieber heller holen als zu dunkel. Und ja, ich liebe sie und oh, ganz, ganz tolle Foundation. Wie gesagt, ne? Die habe ich jetzt aufgebraucht, die habe ich jetzt auch gemischt mit einer anderen und ganz, ganz toll. Dann habe ich die MAC Pro Longwear Foundation leer gemacht in der NC15. Ich fand sie gut. Ich fand sie auch so gut, dass ich sie täglich benutzt habe, deswegen ist sie auch leer gegangen. Da hat mich auch ein bisschen der Duft gestört. Ich würde sie nachkaufen, ja, für den reduzierten Preis. Also wenn sie für 15 Euro irgendwo ich sie finde, würde ich nicht drüber nachdenken, würde ich sie tatsächlich in der NC15 kaufen. Mochte ich super gerne, hat wirklich ein tolles Finish hinterlassen. Erst war ich so ein Zwiespalt. Diese Drop Foundation mochte ich überhaupt nicht von MAC. Habe ich wieder abgegeben. Die hier dagegen wirklich Pro Longwear.
Auch im Sommer. Also im Sommer habe ich sie wirklich gerne gemocht und ihr seht auch, glaube ich, wie ich sie abgenutzt habe, weil ich sie wirklich gerne mochte. Dann haben wir die Essence Fresh and Fit Awake Make-up Healthy Glow. Er hat ganz viele Sachen drinne, mochte ich auch super, super gerne. Ist auch in meine Jahresfavoriten reingewandert, denn ich habe sie mehrfach da und würde sie auch nicht abgeben. Ich finde, sie hat eine leichte Deckkraft mit einem schönen Strahlen, ohne dass man überladen aussieht. Man ist trotzdem irgendwie frisch. Es macht wirklich einen richtig frischen, ja, wie soll ich euch das sagen? Auch wenn ich abgepudert habe, es sah nie zu cakey aus. Ich bin jetzt ungefähr seit heute Morgen um 9:30 geschminkt. Ich möchte auch nichts abpudern. Jetzt kommt so die Fettschicht meines Gesichtes nach, weil ich wirklich sehr, sehr viel abpuder, sehr. Und das muss ich mit ihr nicht. Sie sieht strahlend aus. Ich pudere sie leicht ab. Sie glänzt zwar schneller nach, aber dieses Finish, was sie auf der Haut hinterlässt, ist einfach gigantisch schön. Schaut euch die auf jeden Fall mal in der Drogerie an für 4,95 €. Dann Euro habe ich auch gekostet. einen Schatz. Den musste ich nämlich mischen mit einer anderen Foundation. Die ist aktuell minimal. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel da aktuell drin ist. Ich glaube, es ist ungefähr so viel noch drin von der Foundation. Überhaupt, da war nicht mehr viel. Also, ja, kommt hin. Vielleicht kann man das sehen. Hier ist sie ungefähr bis hierhin. Ich habe sie mit der Max Factor, weil die war auch so, also Hälfte, Hälfte gemischt, damit ich sie jetzt zu Ende benutzen kann. Dann ist die auch platt. Ja, weil da ist wirklich nicht viel. Die habe ich immer nur benutzt, wenn ich was mischen musste. Deswegen die 128 ist sehr gelb. Meine perfekte Farbe ist die 110 oder 105. Das sind so die zwei Farben, die ich gerne nutze. Die 110 habe ich, glaube ich, oder die 105 habe ich, glaube ich, sogar lieber. Die ist ein bisschen heller und die macht einen ganz, ganz toll. Das ist mein absoluter Favorit. Der darf nicht fehlen. Den habe ich mir nachgekauft. Der ist auch schon zu noch und den habe ich mehrfach daheim. Also den habe ich in 110 zum Beispiel da, in der 128 hatte ich den. Ich habe den in verschiedenen Nuancen einfach da und mag den. Und würde ihn auch wirklich jeden mal ans Herz legen, mal den auszuprobieren. Wenn eure Freundin den mal da hat oder sowas, dann würde ich auf jeden Fall dazu raten, euch die mal anzugucken. Ganz, ganz toller Schatz. Also wirklich, gefällt mir super gut, würde ich immer wieder nachkaufen, weil es macht die Poren zwar nicht zu, aber man hat so ein, es macht ein semi-mattes Finish. Man muss nicht viel abpudern, man sieht strahlend irgendwie aus. Ich weiß es nicht. Ich kann euch nicht beschreiben. Sie macht so ein, ja, semi-mattes Finish, würde ich sagen. Ich fühle mich einfach wohl mit der Foundation. Sie hat eine dünne, starke Deckkraft. Also wisst ihr, was ich meine? Die Formulierung ist ganz dünn. Man ist aber abgedeckt, meine Rötungen, das, was mich immer so fertig aussehen lässt, ist abgedeckt. Das sieht toll aus und ich liebe es und ja. Dann eine Foundation, die ich nicht nachkaufen würde, ist für mich ein Jahresflop, weil es eine dicke Foundation ist. Ich habe für mich herausgefunden, ich bin etwas älter geworden, ein bisschen reifer, zwar nicht in der Birne, aber so reifer von der Haut her. Ich mag Foundations nicht, die so dickflüssig sind, ja, wo man einfach so eine Maske drauf hat. Ich mag dünne Foundations mit einer Pipette am besten, weil das funktioniert, oder ein Pumper, egal, aber solche Foundation, wo wirklich, so wie zum Beispiel meine liebste Foundation aus dem High-End-Bereich ist zum Beispiel Dior. Bitte nicht kaputt machen. Dior Nude Air. Perfektes Finish. Wie Catrice. Dior Skin, wirklich, oh, ein Träumchen. Das ist mein Favorit des Jahres 2019 aus dem High-End-Bereich. Ich habe einige getestet, aber wenn ich mir eine angucke, wie mein Gesicht aussieht im Tageslicht, in Blitzlicht, überall in jedem Licht, sehe ich einfach wunderschön aus. Ich fühle mich wundervoll und ja, ihr werdet meine Jahresfavoriten noch bekommen. Diese war es nicht. Die würde ich euch nicht ans Herz legen, außer ihr wollt so eine pastöse Foundation. Vielleicht war es auch der Alter, aber das war jetzt die 24 Stunden Made to Stay Foundation und ich glaube auch tatsächlich, dass es die noch gibt. Dann eine Foundation, die ich auch mischen musste mit der Estée Lauder Double Wear. Die ist auch jetzt gerade aktuell mit der Estée Lauder Double Wear drinne.
ist die Hashtag Insta Perfect Liquid. Irgendwas hat mich an dieser Liquid Foundation von Essence gestört. Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, was es war. Es hat einfach nicht so mir gefallen, wie ich es einfach mir gewünscht habe. War ein bisschen schwierig, war irgendwie so, muss das sein? Ja, so war es irgendwie. Dann, womit ich die Foundations aufgetragen habe, waren Schwämme. Überwiegend habe ich diese benutzt und die diese grünen, blauen, Türkis und ihr wisst schon, diese günstigen bei Amazon, die Maxim immer angeworben hat, die sind toll, die benutze ich jeden Tag. Das waren Schwämme, die habe ich schon mit in dem Jahr mitgenommen und jetzt dürfen sie mich einfach verlassen. Die sind von Real Techniques. Ich muss sagen, die halten lange noch nicht so gut wie diese für 13 Euro. Ja, ich wollte sie einfach loswerden. Der große war einfach ein Fehlkauf. Der ist hart, der ist klumpig. Vielleicht für, wenn man den Körper mittuscht irgendwie, ja, aber nicht für fürs Gesicht. Es war einfach nichts. Es ist zu gigantisch. Die dürfen jetzt gehen. Den würde ich allerdings nachkaufen, wenn ich nicht jetzt was im Internet bestellen würde wollen. Das würde mir zu lange dauern. Dann würde ich direkt in DM gehen und mir den tatsächlich nachkaufen. So gern mochte ich den. Dann habe ich... Kommen wir zu Puder. Ich habe aus der NYX Palette in Puder leer gemacht. Es war schon alt. Es war schon alt. Ich habe das, glaube ich, schon 3 oder 4 Jahre gehabt. Das ist schon dem Alter nach Bam Bam gewesen. Es hätte schon viel früher mich verlassen sollen. Man merkt das an der Konsistenz. Die Konsistenz war von dem Puder schon so richtig kalkig. Also am Anfang war das nicht so, hatte ich das Gefühl. Oder ich habe es falsch auf dem Schirm gehabt. Auf jeden Fall habe ich es nicht so gerne gemocht. Mit einem nassen Schwamm hat sich das jedoch gut auftragen lassen. Aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Einer meiner liebsten Puder war tatsächlich das Too Faced, was ich auch neu entdeckt habe. Das war auch letztes Jahr in meinen Jahresfavoriten. Too Faced Primate in Poreless. Dank meiner Sunny Schatz. Wir haben getauscht. Ich habe ihr die Morphe Pinsel, das 28 Euro Set oder 26, ich weiß es nicht mehr, das 12-teilige Pinselset geschickt. Ein Pinsel habe ich stibitzt und dieses hat sie mir dann in neu zugesendet. Wir haben getauscht. Preislich lag das eigentlich gleich. Also ja, konnte man nicht meckern. Mochte ich super gerne. Es hat die Poren zugemacht. Ich habe das am Schluss wirklich... ich zeige euch, wie ich das aufgetragen habe. Ich habe diesen Schwamm genommen, der dabei war, und bin einfach großzügig in die Poren so richtig reingedätscht und habe einfach die Poren, ja, gefüllt damit. Das hat super funktioniert. Also wenn ihr das daheim habt, schaut euch das an und probiert es mit dem Schwamm direkt. Es hat einen super ebenmäßigen Teint hinterlassen. Mochte ich wirklich gerne und immer so für besondere Anlässe, ne? Für besondere Anlässe kann ich das Too Faced Puder euch auf jeden Fall empfehlen. Schaut euch das an, das ist richtig, richtig gut. Dann habe ich 3 Setting Mists aufgebraucht, könnte man sagen. Einmal von Catrice, Make-up Raising Spray, hat mir gar nicht zugesagt. Das hat so einen eigenen Duft gehabt, den mochte ich nicht. Die Verpackung war geil. Der Sprühnebel war überhaupt so, konnte man mal machen, aber war nicht so. Mein Highlight des Jahres 2019, auch Glam Glow. Dieses Glam Glow Zeug, dieser Nebel, meine Güte. Jetzt geht's aber los, ne? Jetzt geht's los. Dieser Nebel, es hat so einen ultra feinen Nebel. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist wie mit Luft angepustet und es, ja, wenn ihr einen kalten, also im Winter, wenn ihr einen kalten zu so frische, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So richtig, richtig fein. Jetzt ist natürlich nichts mehr drin. Ich habe da anderes Settings-Zeug reingemacht. Ich würde es mir immer wieder nachkaufen. Also, was heißt nachkaufen? Es kostet 30 Euro. Es ist so, dass meine Augenlider davon auch creasen, wenn ich es auf die Augenlider... Also, ich müsste jedes Mal so drauf springen und nur in dem Wangenbereich. Hier in der T-Zone ist es fatal. Aber der Sprühkopf, wenn ihr einmal diese Flasche besitzt, behaltet sie. Lasst sie nicht mehr los. Dann etwas, was ich vom Duft her gut finde, war dieses Fix Care
Spray Air von Catrice für 8 Euro, fand ich echt heavy. Ich dachte ja, geil, so eine elegante Flasche, aber eigentlich total unpraktisch, weil sowas fliegt einfach schnell aus der Hand. Man hat es täglich in der Hand, alles was man täglich in der Hand hat, am besten hier mit Plastik oder irgendwie sowas, was nicht aus der Hand fliegen kann. Ich habe das Ding aufgemacht und habe das in eine andere Fixierflasche gemacht und zwar hier rein und es war einfach gigantisch. Ich habe noch eine zweite da. Ich bin froh, ich werde es genauso machen. Ich werde das wieder aufheben. Ich möchte euch noch ein Gesamt, ne, was ich gesamt aufgebraucht habe, weil das ist gigantisch dann. Dann sitzen wir wahrscheinlich 45 Minuten hier. Glam Glow kann ich euch empfehlen, vor allen Dingen, wenn ihr trockene Haut habt. Ich glaube, das ist echt ein gutes Zeug, wenn ihr trockene Haut habt. Ich war beim Puder und bin dann auf einmal rübergewandert. Ihr kennt mich. Dann habe ich aufgebraucht. Sunny hat mir ein bisschen Pröbchen reingemacht, hier rein. Und zwar war das Love Set and Refresh, so ein Zeug da. Ich habe davon nichts mehr gemerkt. Also ich habe keine Feuchtigkeit gemerkt, weder mit Pinsel noch mit irgendwas. Ich werde die Verpackung jetzt auch wegschmeißen, wenn ich euch das alles abgefilmt habe. Ich fand es nicht so der Knaller. Vor allen Dingen sind hier nur 7 Gramm, glaube ich, drinne, genau. Und bei den normalen Puders zum Beispiel hier sind 14 Gramm drin, ja, und kostet nur die Hälfte. Das kostet 15 Euro. Ich finde das relativ teuer. Ich glaube, dass das vom Bäcker 30 Euro kostet und es sind mindestens 15 Gramm, irgendwie sowas. Es war auf jeden Fall fast schon genauso teuer wie das Love. Also guckt immer auf die Grammzahl, ne? Nicht alles, was günstig ist, auch günstig. Das hier. Erst habe ich gedacht, Gott, was ist das denn für ein furztrockenes Puder? Astro Mattitude Powder Anti-Shine Control. Ich kann euch das zu 100% garantieren. Es hat mich fast 8 Stunden mattiert. Ich benutze es nur in der C-Zone, also nur hier unten. Das ist echt eklig. Das mag ich an Lipgloss nicht. Wenn man dann so aussieht, als hätte man Tollwut, geht gar nicht. Riechen übrigens wie MAC Lippenstifte, die Lippenstifte von Mary Kay. Was wollte ich? Ach, genau. Bei dem Mattitude, das war die 001 Ivory. Ich muss sagen, es hat mich mattiert. Ich war super glücklich. Habe ich mich morgens geschminkt, bin ich nach der Arbeit nach Hause gekommen. Ich habe fast nicht geglänzt, ja. Ich sah so aus wie hier im Sommer. Es war gigantisch. Also es hat mir wirklich, wirklich Öl-Control gemacht. Ich würde das für keine trockene Haut der Welt empfehlen und ich würde es auch nicht Leuten empfehlen, die keine Cakey-Heit mögen. Mir war es einfach wichtig, am Ende des Tages genauso gut auszusehen wie morgens, wenn man arbeitet, ja, dass man sich nicht drum kümmern muss. Ich hasse es, mich nachzupudern, ja. Ich hasse es, es ist nicht mein Ding, ich mache es nicht. Ich bin, ja, keine Ahnung, ich mache einmal morgens Puder drauf und wenn ich dann arbeiten bin, dann möchte ich mich nicht drum kümmern. Und es war wirklich ein gigantisches, tolles Puder, falls ihr echt ölige Haut habt. Guckt euch das an. Das gibt es auch, glaube ich, von einer anderen Firma. Genau, hier Maybelline. Pure Powder Matte Finish ist genau dasselbe. Hier ist die 015 transparent, ist aber nicht wirklich transparent. Und von der Verpackung sehen sie ähnlich aus. Und das ist eigentlich auch das gleiche drin. Hier sind wahrscheinlich, ach, hier sind sogar 16 Gramm drin. Aber so, es macht einen ähnlichen Effekt auf jeden Fall. Dann, Concealer-technisch habe ich einen aufgebraucht. Einen, das wundert mich. Ich bin gerade am P2 dran, der ist fast leer. Also ich kann ihn eigentlich irgendwann nächstes, ich denke im Januar dazu zählen. Es kommt immer noch reichlich Produkt raus, aber wie ihr seht, ist schon am Rand, ne, wenn man so am Rand rumkratzt, läuft auch nichts runter oder sowas. Er ist super dickflüssig. Das ist mein absoluter Liebling. Ich liebe den Catrice. Ich würde ihn immer nachkaufen. Meine Nase juckt. Ne? Ich fange an zu filmen und meine Nase juckt. Immer wieder nachkaufen. Es ist ein leichter Concealer mit einer hohen Deckkraft. Ihr tragt euch den nicht direkt unter den Augen auf, sondern hier ungefähr in diesem Bereich und verblendet es nach oben und verblendet es nach unten. Hammer. Es macht die Poren sogar zu. Es ist einfach, ich liebe ihn. Für mich einer der besten Concealer für wirklich Langanhalt.
Also wenn ich nicht nur mal kurz geschminkt sein möchte, sondern wirklich irgendwo hingehe, irgendwas mache, dann benutze ich den. Meine Nase. Ich liebe ihn. Eyeshadow Base technisch habe ich eine aufgebraucht, was mich echt wundert. Ich glaube, in der letzten halbe Jahr habe ich auch noch eine aufgebraucht. Hier steht auch, glaube ich, 6 Monate. Und das kann ich echt unterschreiben. Wenn ich ihn täglich benutze, dann sind es 6 Monate. Ich liebe ihn. Essence Isle of Color Intensifying Eyeshadow Base. Ich liebe ihn. Ich werde ihn mir am Montag gleich nachkaufen. Also morgen, heute ist Sonntag. Morgen ist der 30., glaube ich. Ja, und morgen kaufe ich ihn mir nach. Es ist mir egal, ich möchte einfach, dass ich immer einen habe, den ich. Ich wollte eigentlich erst irgendeinen aufbrauchen, aber ich brauche etwas, was mich einfach 24 Stunden mein Lidschatten da hält, wo er hingehört. Und das macht er einfach. Es ist der Primer. Er deckt die Äderchen ab, er ist super dünn, er kostet 2,50 €. Rennt in den Laden, stürmt, holt euch Backups, wirklich, es ist mein Schatz. Es ist mein Jahresfavorit. Deswegen, ich muss ihn da reinmachen. Werde ich auch machen. Werde ich auch machen und ja, werde ich auch machen. Meine ganzen Jahresfavoriten. Ich mache sie jetzt da rein. Deswegen drehe ich dieses Video ab. Genau, okay. Noch so was Ähnliches wie ein Concealer, so ein Highlighter in Matt, könnte man sagen. Also ein aufhellendes Produkt. War diese Shy Beam. Totales unnötiges Produkt. Das schmierte nur rum. Ist rosastichig. Für mich ein unnötiges Produkt. Würde ich nicht nachkaufen, würde ich auch niemandem ans Herz raten. Ich habe das ein bisschen aufgehellt mit meinen Foundation, ein bisschen unter den Augen. Nicht als Highlighter benutzbar, für mich unnötig. Dann noch eine Kategorie, die wir schnell abarbeiten können, ist ein Lip Liner von P2 und zwar die 36, zwar Shy Girl oder sowas. Ich weiß es nicht, wie der hieß. Auf jeden Fall ganz, ganz toller Lip Liner. Und mochte ich auf jeden Fall gerne, würde ich aber nicht natürlich nachkaufen, weil das Pinselchen ist für mich unnötig, weil ich einfach nicht, ich habe keine Sachen, die ich nicht selber verwende. Ich bin kein Make-up-Artist, ich brauche es ehrlich gesagt nicht. Ich bin einfach zu faul für Lip Liner. Ich habe aber Lip Liner 2019 für mich entdeckt. Und ich denke, dass ein paar folgen würden. Zum Beispiel habe ich auch aufgebraucht, ein Spoiler sozusagen, ans Projekt Lippenstifte. Von NYX hier die Lippenstiftseite. Das war so ein Nude-Ton. Mochte ich sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, genau. Ein Lippenstift, den ich aus Versehen leer gemacht habe, da ist mini, 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 minimal. Ekelhaft, ekelhaft, weil ich habe ihn aus Versehen mitgewaschen. Ich habe ihn aus Versehen mitgewaschen nach der Arbeit. Ich habe ihn fast leer gemacht. Es hätte vielleicht noch 2 Applikationen gefehlt. Ich zeige euch mal, das ist super eklig und dann wollte ich ihn nimmer benutzen. Das war die 040 von Catrice. Das waren 3,3 Gramm drin, relativ wenig, finde ich. Normalerweise sind um die 6 Gramm im Lippenstift drinne. 0,40, ich habe es geliebt. Es war die perfekte Farbe. Ich möchte es euch auch nicht zwutschen oder irgendwas. Das ist echt eklig. Dann ein Konturstick. Ich war noch gar nicht eigentlich mit Puder fertig, aber doch war ich, war ich, doch war ich. Ich habe ein Blush, ein Bronzer leer gemacht. Der Bronzer war auch aus dieser NYX-Palette, würde ich auch nicht nachkaufen, würde ich auch niemandem empfehlen. Diese Paletten, wer nutzt sie heutzutage? Benutzt ihr diese großen Paletten? Also ich bin irgendwie so, ich habe meinen Lieblingsblush, den benutze ich, dann habe ich meinen Lieblingsbronzer und ich habe lieber alles einzeln, wie in so riesengroßen Paletten, die ich eh nicht weiß, wohin auf meinem Schminktisch hinzustellen ist. Also dieses Teilchen ist aufgebraucht. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich zumindest die Hälfte der Palette. Dann habe ich einen Blush leer gemacht von Natur. Von Terra Naturi, Naturkosmetik, Apricot Royal 04 mit Lavasteinpulver. Ich muss sagen, es war wirklich eine wunderschöne Farbe. Schaut euch diesen Blush an. Kann ich euch empfehlen. Würde ich euch empfehlen. Schaut den an. Ich weiß nicht, ob ich im letzten, also im vorletzten, nee, das erste halbe Jahr auch einen Blush aufgebraucht habe. Ich glaube schon. Also wenn man so 2 Blush im Jahr aufbraucht, ist schon wenig, wenn man über. Denkt, ich habe ja einen im Projekt noch, da bin ich jetzt seit 5 Monaten dran, Mädels. Ich habe kein Hittepen. Ich habe kein Hittepen. Ich benutze ihn wirklich viel. Ich benutze ihn wirklich stark. Ich habe keinen einzigen Pinsel jetzt, nur noch einen einzigen, die anderen waren alle in der Wäsche.
Ich gehe wirklich ordentlich rein und trage ihn mir dann auf. Ich bin lieber etwas overblushed, wie dass ich das Teil nicht aufgebraucht kriege. Aber ich konzentriere mich auf komplette Pfanne, damit ich ein großes Hittepan bekomme. Ich sehe schon ein bisschen so das Fännchenmuster, aber nicht die Pfanne. Also das ist sehr interessant, dass man 5 Monate daran rumarbeitet, 8 Gramm aufzubrauchen. Ne? Das ist total verrückt, wenn man bedenkt. Ja, ein Bronzer habe ich aufgebraucht, und zwar war der vom Bäcker. Das war Capri Toast. Nicht Toast. Wieso sag ich, immer wenn ich das lese, muss ich Toast sagen, obwohl es Coast heißt. Keine Ahnung. Ganz, ganz toller Blush, Bronzer mit so leichter Schimmer. Ich habe aber auch, ehrlich gesagt, lieber auch mal was Schimmerndes auf den Wangen, wie nur matt. Das sieht oftmals dann so trocken und man sieht einfach aus wie die Sahara auf dem Gesicht. Hier drinne ist allerdings der von Benefit, den zeige ich euch dieses Jahr nicht, weil ich ihn noch nicht aufgebraucht habe. Ich zeige euch auch nicht diese Sachen, die da drinne sind, weil ich sie noch nicht aufgebraucht habe. Wisst ihr, was ich meine? Ich zeige euch wirklich nur das, was auch aufgebraucht ist. Ich habe hier nämlich alles noch stehen. Tolles Produkt. Auch das, was jetzt da drin ist, ist noch in meinem Projekt, werde ich garantiert mit Liebe aufbrauchen. So. Aber das kommt jetzt erstmal so in die gesamte Kiste. Oh, ich kann mich gar nicht entscheiden. In die gesamte Kiste oder nicht? Damit ich das gesamte Video abdrehen kann? Ja. Aber er kommt erstmal in meine Favoriten rein. Genau, so. Dann, das gibt ein totales Chaos, weil das möchte ich euch zeigen und ich möchte euch das zeigen und ich möchte euch am liebsten alles zeigen. Models Co. Highlighter mochte ich total. Das ist dieses Highlighting-Trio, was ich im Projekt hatte. Das habe ich, glaube ich, von der lieben Steffi im Trash-Paket gehabt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mochte diese pinke Seite. Den hier habe ich ausgekratzt, die Verpackung werde ich auch wegschmeißen. Der Bronzeton ist mir zu dreckig. Also ich sehe wirklich jedes Mal dreckig aus. Wenn ich mich drehe, dann sehe ich aus, als hätte man mir und Dreck ins Gesicht geworfen. Das mag ich nicht so. Aber die zwei anderen Produkte waren ganz, ganz toll. Also wegen dem rosanen, ich würde es tatsächlich in einzelner Form nachkaufen. Das war wie so ein Blush-Topper. Mochte ich richtig gerne. Also diesen Blush-Topper mochte ich wirklich gerne. Dann auch eher so ein Bronzer-Konturierprodukt. Ich habe es eher so großflächig, ähnlich wie der Benefit. Ich habe für mich so ein bisschen Creme-Geschichten herausgefunden. Mochte ich gerne. Die helle Seite habe ich nicht aufgebraucht. Die schmeiße ich auch weg, weil ich möchte es einfach nicht. Ich möchte nicht unbedingt immer Sachen aufbrauchen, die ich nicht gerne mag, weil ich möchte nicht meine Beauty-Sachen irgendwie in die Ecke stellen. Ja, benutze nur das, was ich nicht mag, damit die anderen Sachen, die ich mag, vergammeln. Ich hoffe, das macht Sinn. Und wenn ich etwas nicht mag, was auch nicht so teuer war, dann entweder gebe ich es weiter oder ich schmeiße es einfach weg, wenn es einfach zu alt ist. Und dieses Produkt, ich mochte die dunkle Seite, die habe ich wirklich mit Liebe aufgebraucht. Richtig großzügig im Sommer, ich glaube, das war sogar August rum, wo ich bei meiner Mutter war, super, super gerne benutzt und würde es auch nachkaufen, wenn es halt eben ein einzelner Form ist. Ich glaube, es waren 1,5 Gramm drin oder so, weil 3 Gramm insgesamt, dann muss es so. Hat mir gut gefallen, würde ich auch nachkaufen, wie gesagt. Okay. Dann habe ich noch einen Bronzer, und zwar war das das Bronzing Drops von Love. Ich mochte dieses Finish, was es gegeben hat. Ich mochte dieses Pipettenzeug nicht. Ich musste das eh kaputt machen und rauslaufen lassen, was einfach dieses System nicht funktioniert hat. War irgendwie kaputt, keine Ahnung. Würde ich mir auch nicht nachkaufen. Also es war nicht das, was ich mochte. Ich mag den Benefit Stick. Den Bronzer-Stick, den würde ich auch nachkaufen, weil ich ihn wirklich mag, den Hoola. Weil er einfach schön auf meiner Haut aussieht. Das sah auch schön aus, aber es war viel zu kompliziert von der Anwendung. Ich habe lieber ein Produkt, was ich mit dem Finger auftragen kann, mit dem Pinsel dran gehen kann oder sonst was. Ich habe es mega ausgekratzt. Werdet ihr bestimmt im nächsten Jahr im Aufgebraucht sehen, weil es noch nicht leer ist. Also, das habe ich ja noch drin. Okay, ich habe 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 Mascaras aufgebraucht. Wir machen das im Schnelldurchlauf. Weiteren Stück. Ich musste gestern aufhören, weil ich unbedingt einen Film im Fernsehen angucken wollte, und zwar Wunder. Ich habe aufgehört, es war 7:45, ich musste diesen Film angucken. Ich habe ihn noch nie gesehen, ich habe noch nie davon was gehört. Ich weiß auch nicht, gar nicht. Schaut euch Wunder an. Er ist super schön, witzig, aber auch traurig. Man hat viele Emotionen und danach konnte ich irgendwie bis um 3:30 nicht schlafen. Ganz, ganz toll. So ein Wunder aber auch. Ich wollte euch noch weiter erzählen von meinen Produkten, die ich aufgebraucht habe im 2019. Und zwar im halben Jahr von August bis Dezember. Es geht weiter mit Mascara. Ich habe 2, 4, 6, 7 Mascaras aufgebraucht. Für mich sind sie leer, weil sie nicht mehr funktionieren. Ich fange an mit der Glam Doll Sculpt im Volumen Mascara von Catrice. So sieht das Bürstchen aus. Es ist flach, es ist ein cooles Bürstchen, würde ich auch weiterhin nachkaufen, wenn ich keine Mascaras mehr hätte, weil ich fand es einfach gut. Das Ergebnis war gut, es ist ein Gürmelbürstchen, hat aber bei mir auch funktioniert. Besser fand ich aber eine andere Mascara von Catrice, deswegen wäre es so ein Produkt, wenn alles ausverkauft wäre, dann würde ich dazu auf jeden Fall greifen. Weiter mache ich mit Essence, Volumen Stylist, Cult and Hurt. Würde ich gar nicht mehr nachkaufen, krümelt irgendwann nach der Zeit, gefällt mir dann irgendwie nicht und ist so schmierig. Wisst ihr, man hat so ein... Ich weiß nicht, ob der Stopper hier kaputt gegangen ist. Das Bürstchen ist auch sehr merkwürdig. Hier sind kaum Haare oben und unten sind ganz viele. Also irgendwie gestaltet sich das sehr, sehr schwierig mit ihr. Am Anfang mochte ich sie und jetzt verabschiede ich mich von ihr und würde sie nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich auch eine Mascara, die ich auch gut fand, würde ich aber auch nicht nachkaufen, ist auch von Essence, und zwar I Love Extreme Cult and Volumen Mascara. Das hat einfach ein gigantisches Bürstchen, man schmiert sich irgendwie voll. Ich bleibe an der Nase hängen, ich bleibe am Auge hängen, es schmiert einfach alles komplett voll. Brauche ich in meinem Leben nicht, war aber eine gute Mascara und könnte ich mir auch vorstellen nachzukaufen, wenn die das Bürstchen ein bisschen kleiner gestalten. Dann eine super wasserfeste Mascara, und zwar The Little Black One Mascara von Catrice. Ihr wisst, ich trage seltenst Mascara wasserfest. Das ist eine super interessante. Sie ist auch eher so klein gestaltet, also die Hälfte meiner Augen schafft sie. Ich mag sie, ich würde sie mir für den Sommer nachkaufen, für den Winter. Ich brauche keine wasserfeste. Also ich habe seltenst Probleme, auch beim Fixierspray oder sowas, dass irgendwie am Tage mir Mascara hängt. Ich habe sogar selten beim Schlafen. Ich kann auch die Nacht durchmachen, die Nacht schlafen und auf mein Gesicht und keine Ahnung was, meine Mascara stempelt selten ab. Ich habe eher so, dass mein Auge tränt und dadurch sie sich einfach irgendwann löst, aber seltenst, seltenst. Und deswegen müsste ich die nicht unbedingt wieder haben, aber ich kann es für euch empfehlen, wenn ihr Wimpern mögt, die auch getuscht sind. Nicht filigrane, irgendwelche kleinen dünnen Fliegenbeinchen. Was ist dünner als Fliegenbeinchen? Ich weiß nicht. Kennt ihr die großen Schnaken? So. Das mag ich nicht. Ich mag eher so klein, so wie jetzt. Man sieht Wimpern, sie sind zwar getuscht, sie sind nicht komplett verklebt, aber ein bisschen schon. Und das mag ich aber besonders gerne. Luft holen. Dann eine Mascara, die ich auch nicht empfehlen kann, weil sie mir einfach persönlich nicht gefällt. Ich habe keine Ahnung, man hat so viel Produkt auf dem Ding. Es schmiert, es macht nicht viel. Das Bürstchen ist toll, aber das Produkt an sich ist irgendwie so schmierig und klebrig und man hat einfach unheimlich viel. Für mich ist es aufgebraucht, weil ich sie nicht nutze. Ciao, Kakao. So, die letzte, vorletzte Mascara, You Better Work Proof Primer, Gym Proof. Also, auch eine wasserfeste Mascara, die ich auch sehr gerne mag, macht nicht so viel, aber macht für den Sommer was und es reicht auf jeden Fall, kann ich euch empfehlen. Das Bürstchen sieht so aus und ja. So, Anne Jacke war ich sehr begeistert, Noir. Ich mag einfach diese Bürstchen, ich weiß nicht, ich bin einfach dieser Bürstchen-Typ, der diese Mascaras mag, ohne stinknormales 1990er Bürstle. Damals gab noch keine Gummibürstle, jedenfalls habe ich keine gesehen. Dann habe ich einen Wimpernkleber von Essence aufgebraucht, da ist noch die Hälfte drinne. Er ist mir jetzt eingetrocknet, also er ist so trocken, dass ich nicht mehr schaffe, meine Wimpern rechtzeitig anzukleben. Deswegen ganz, ganz tolles Produkt, auch ein Jahresvorbuch. Kommt auf jeden Fall da rein.
Dann habe ich Liquid Line. Oh, genau, hier. Ein Augenbrauenprodukt von Catrice in der 040, glaube ich, war es. So ein Eyebrow Pencil. Mag ich, würde ich aber nicht nachkaufen. Ich finde den von Art Deco besser und sogar. Er ist nicht mehr so cremig. Wisst ihr, was ich meine? Er ist so ein bisschen, der zieht ein bisschen Haare raus. Das mag ich nicht so. Ich habe noch viele da, deswegen werden die erstmal aufgebraucht, bevor ich überhaupt daran denke, einen Augenbrauenstift zu kaufen. Dann etwas, was ich auch immer gerne mag, ist Super Last Eyeliner Waterproof von Essence. 18 Stunden. Hat so ein, das ist biegsam. Und man kann so dickere Lidstriche ziehen. Also nicht ganz filigran, sondern etwas breiter. Funktioniert trotzdem gut. Das ist aus Stoff oder sowas. Also, ja, funktioniert. Dann habe ich etwas, was ich immer gerne nachkaufe. Den habe ich auch zweimal leer gemacht in dem Jahr, in dem halben Jahr. Weil ich zwei offene hatte und irgendwann ist dann auch mal gut. Er wird dann dickflüssig und funktioniert nicht mehr ganz so gut. Das ist der Ink. Das hat so ein Pinselchen. Auch beweglich. Ihr seht, es ist alles schon so furztrocken. Und damit schafft man auch manchmal, wenn man den so in Form bringt, dünne Lidstriche, aber auch eher dicke. Und den habe ich zweimal. Und Tattoo Signatur bei Superliner würde ich nachkaufen. Fand ich ganz, ganz toll. Hat super gehoben, auf sogar auf Lidschatten gut gearbeitet. Das macht nicht viel. Dann habe ich noch einen Kajalstift von Estee Lauder in 03 Copper irgendwas leer gemacht. Der sieht so aus und das ist ein ganz, ganz kleiner Scheißerchen. Habe ich für die Lippen benutzt. Probiert mal, wenn ihr irgendwas so Braunes habt, was ihr nicht ganz so gut verwenden könnt für eure Augen oder sowas. Versucht es für eure Lippen. Habe ich auch getan, hat mir super gefallen. Hatte so einen Loredana-Look, so dunkle, umrandete Lippen und hell in der Mitte. Fand ich ganz, ganz toll im Sommer. Den würde ich nicht nachkaufen, weil ich fand ihn einfach zu hart für das Geld und deswegen würde ich ihn nicht nachkaufen. Dann habe ich einen Monolidschatten leer gemacht, juhu. Und zwar 01 Vanilla Sugar. Ich glaube 2019 war jeder irgendwie dabei, den leer zu machen. Das war ein gebackener, cremiger Vanilleton. Ganz, ganz toll, um das Lid zu setten. War gebacken, wie gesagt. Ja, konnte ich euch empfehlen, gibt es aber glaube ich nicht mehr. Dann den Bronzer von Love habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Dann habe ich Nagellacktechnisch. Ich habe von Yves Rocher, das war so ein Base SOS Resiste, leer gemacht. Da ist jetzt aktuell was anderes drin, was ich euch nicht zeigen werde dieses Jahr, was ja noch nicht leer ist. Fand ich okay, würde ich aber nicht nachkaufen, weil an Yves Rocher komme ich nicht dran. Dann habe ich noch einen Topcoat leer gemacht und zwar der von Trend It Up würde ich wieder nachkaufen. Ich liebe ihn. Habe ich gerade aktuell nicht da, weil ich einen anderen Topcoat mal austeste, weil mir die Öffnung, ich finde für Topcoats ist die Öffnung ein bisschen zu groß. Ja, das Pinselchen ist ganz in Ordnung, aber für den Topcoat gewesen und den Topcoat an sich kann ich euch absolut ans Herz legen. Dann habe ich noch ein Base und ein Topcoat. Daran war ich 1,5 oder 2 Jahre dran. Das ist ein bisschen dickflüssig jetzt und funktioniert nicht so ganz und ist schon, sogar das Pinselchen ist schon gerostet. Absolut New York. Das waren 17 Milliliter und es war dünnflüssig. Also ich hatte das Gefühl, ich mache mir jedes Mal Wasser drauf. Ultra mega ergiebig. 17 Milliliter, man glaubt es kaum. Ich habe dann daran 1,5 Jahre gearbeitet, durchgehend. 1,5 Jahre auf jeden Fall durchgehend dran gearbeitet, wenn nicht 2. Also Preis-Leistung ist, glaube ich, top. Dann habe ich leer gemacht Insta-Dry Sally Hansen Topcoat. Richtig geiler Topcoat. Ganz, ganz dünn. Also am Anfang, ne? Ganz, ganz dünn und ließ die Nägel super, super schnell trocknen, kann ich euch absolut ans Herz legen. Große, große Liebe. Sally Hansen ist mir aber persönlich ein bisschen zu teuer. Ich habe einen Verschleiß an Nagelzeug, ja, also an Top- und Basecoat. Denn hier ist noch ein Topcoat, UV, ja. Ich kann euch den nicht empfehlen, weil man einfach nicht so sieht, was drin ist. Ich hasse so dunkle Fläschchen. Hat aber auch ganz gut funktioniert, aber nicht so gut wie der Ultra Quick Dry. Das war nämlich ein Power Gel High Shine Top Coat.
Und der, wenn ich mir einen aussuchen könnte, Preis-Leistungs, würde ich immer zu dem hier greifen oder einen von Essence. Dann habe ich Farblack technisch den hier von Lacombe leer gemacht. Das war ein Pink. Super schicke Farbe. Und zwar war es die Farbe 375B. Ganz, ganz tolle Farbe. Ich mochte den. Der Pinsel war optimal. Ganz, ganz toll. Deswegen nutze ich gerade aktuell das Fläschchen weiterhin. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Nagellacke aufgebraucht im halben Jahr. Ich denke, das ist ein guter Durchschnitt von einem Monat. Jeden Monat einen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. OPI, so ein klassisches Rot, fand ich nicht so schön. Ich mag diese klassischen, das war so ein Rot-Rot. Ich mag eher so Rot, Dunkelrot. Es ist schon in Ordnung, wenn man gebräunt ist, für den Winter nichts. Ich mag auch das, ich mag dieses Preis-Leistungs-Verhältnis nicht von OPI, ist nicht mein Favorit, würde ich keinen Lack nachkaufen. Dann Miss Lynn, ich habe mir den zusammengemischt, das war die perfekte Nude-Farbe für mich, Alltagsfarbe, keine Ahnung, ansonsten war der ein bisschen, das war eigentlich die 380, glaube ich, fand ich nicht so schön, hat mir nicht ganz so gut gefallen und auch das Pinselchen von Miss Lynn würde ich mir jetzt keinen Nagellack nachkaufen. So, weiter geht's mit... So, weiter geht's mit dem Essence Color and Care. Die gibt's eh nicht. Ich werde mich kurz halten. Ich mochte die Farbe. Ich habe sie nochmal da. Da oben. Und ja, ich freue mich auf den Sommer. Da benutze ich den super gerne. Das war einer der besten Nagellacke von Essence. Die Qualität ist überhaupt nicht schlecht von Essence. Ich meine, für 1,55 €, was will man da sagen, ne? Ich habe aktuell den weißen von Essence drauf und bin super zufrieden. Nur hier ein bisschen abgegangen, aber das lag an meinen Nageln. Super geile Farbe von Catrice. Gibt es leider nicht im Standardsortiment, wie ich gesehen habe. Das war Sky. Super schön. Richtig, richtig geile Farbe. So, so Nummern rausgeschmissen. Wie gesagt, Sky war die Farbe. Hier steht 114 The Sky So Fly. Richtig geile, knallige Farbe. So ein lila, blau, Pastell sah richtig geil aus, aber trotzdem geknallt im Sommer. Mochte ich richtig gerne. Und einen, den ich auch richtig, richtig gerne im Sommer gemocht habe, war die 210 von Trend It Up. Diese Mini-Nagellacke sind klasse, kann ich euch ans Herz legen. Schaut euch die an, wenn ihr da so eine Farbe euch gefällt. Sie trocknen schnell, die splittern nicht so. Sie kosten, glaube ich, 1,45 € oder sowas. Ganz, ganz tolle Qualität. Einfach ans Herz legen. Und der letzte im Bündel ist der Easy Gel Polish von P2 070 Grape Ween. Die Farbe war ganz, ganz toll, aber könnt ihr vielleicht sehen, wie alt der schon gewesen ist. Da musste einfach schon gehen. Den habe ich auch restlos benutzt und jetzt ist da nur noch so, nur noch am Pinselchen was dran, aber ich kann direkt auf den Boden schauen. Ja, und ich wollte euch nur sagen, dadurch, dass ich mir Projekte gemacht habe mit den Mädels oder alleine, für mich, etwas, was ich ständig benutzen wollte, ist auch was leer gegangen. Habe ich täglich irgendwas anderes benutzt, wie soll sowas leer gehen, ne? Zum Beispiel habe ich gesagt, okay, den möchte ich jetzt dreimal in der Woche benutzen und dann habe ich das auch getan. Oder mit der Foundation, ja? Ich hätte niemals so viele Foundations aufbrauchen können, wenn ich nicht kontinuierlich eine immer benutzt hätte. Ich bin jetzt auch so an, ich habe so ein Körbchen, da habe ich immer so Alltagsdinger drin, außer ich teste mit euch was. Wisst ihr, was ich meine? Dann kann ich natürlich was anderes wählen. Aber so meine Grundlage ist immer dieselbe. Also versuche ich immer dieselbe zu halten. Zwar schon mit euch was auszuprobieren, aber wenn ich mal kein Video mache, dann benutze ich einfach dasselbe. Ich benutze das, okay, eine Woche lang oder so, dann gehe ich zum nächsten Produkt, aber bei der Foundation bleibe ich dann jeden Tag. Wisst ihr, was ich meine? So, ja. Heute habe ich mal was anderes an Foundation ausprobiert. Morgen versuche ich mal auch was anderes auszuprobieren. Aber trotzdem immer wieder die gleichen Sachen zu verwenden, damit auch was leer wird. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es ist mega lang, ja. Ich habe aber auch mega viel aufgebraucht, muss ich sagen. Ich bin selbst schockiert. Ich werde noch eine Gesamtding machen, was ich das ganze Jahr aufgebraucht habe. Ich möchte einfach zählen, was. Die einzelnen Reviews könnt ihr dann anhand der ganzen Videos sehen, aber ich möchte nochmal ein Gesamtvideo machen, was ich, wie viel es
insgesamt war, um einfach mich nächstes Jahr zu toppen. Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich grüße euch ganz lieb. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß im neuen Jahr. Und dicke, 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 fette Schmatzer. Bis bald. Ciao.